Willkommen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 und damit willkommen zum 7. Achtelfinale, nämlich zum Spiel zwischen Marokko und Spanien. Ich bin der Dennis vom Kanal Nummer 615, der Kommentator dieser Begegnung und natürlich darauf gespannt, wie diese beiden Teams heute hier performen werden. Schließlich kann man Marokko definitiv als einer der Überraschungsteams bezeichnen. Denn die Marokkaner, sie hatten in der Gruppe Belgien und auch Kroatien und haben sich dennoch als Gruppenerster qualifiziert. Gucken wir mal, ob heute Spanien das nächste Team sein wird, was sie besiegen können. Als erstes die Nationalhymne von Marokko. Anschließend die Nationalhymne von Spanien. Und damit kann es losgehen. In dieser Partie schauen wir mal, wie diese Partie hier heute laufen wird. Die Aufstellung beider Teams. Als erstes die der Marokkaner heute. Spielt Marokko in einem 4-3-3-System. Dieses haben sie ja bereits aus den vergangenen Spielen genutzt. Heute wollen sie natürlich auch gegen das spanische Team siegreich sein. Mal gucken, ob es ihnen heute gelingen kann, dieses an Abschluss zu erreichen. Denn Spanien, ja, Gruppenzweiter in ihrer Gruppe geworden, hatten einige Chancen auf den Gruppensieg, haben am Abschluss aber den kürzeren gegen das japanische Team gezogen, die wiederum ja gestern gegen Kroatien spielen mussten oder durften, je nachdem aus welcher Sicht man das sehen mag. Bei Spanien, ja, einige Sachen, die natürlich da zu verändern waren, unter anderem beim Spanien, unter anderem in der Verteidigung einiges geändert. Man hat sich auf Garcia und Laporte hinten geeinigt. Auch eine interessante Entscheidung. Und vorne im Sturm tatsächlich von Anfang an Asensio. Auf den man gedacht hat, Mensch, den nutzen wir mal heute. Heute darf Asensio vorne im Sturm spielen. Also einige Überraschungen bei beiden Teams. Wobei, mal eher bei dem Spaniern. Und damit kann es losgehen. Willkommen zum Spiel zwischen Marokko in den roten Trikots gegen das spanische Team in Blau. Und natürlich stellt sich hier die Frage, ob nun eines der beiden Teams hier eine klare Dominanz zeigen wird oder eben eher heute ein verhaltenes Spiel auf den Rasen bringt. Erste Möglichkeit hier, Gavi vorne Richtung Asensio, aber da kommt er nicht durch die Abwehr durch. Natürlich viele der Marokkaner stolz auf ihr Land, was man auch sein darf, denn sie haben eine richtig gute Gruppenphase gezeigt und ja, natürlich träumen darf man. Mal gucken, ob man auch jetzt hier weiter träumen kann oder ob der Traum eben ausgeträumt ist. Erste Möglichkeit, vielleicht der Spanier, aber Saiz macht da gut zu hinten. Natürlich, Nervosität der Spanier, klar, sie sind hier der Favorit in dieser Begegnung, aber dennoch Favoritenrollen kennen wir. Asensio und Bono. Der Keeper hat ihn. Ja, das kennt er ja bereits aus der La Liga. Da ist er auch gerne mal so ein Duell dabei. Und es gibt den passenden Eckball. Also der Torwart natürlich dementsprechend einen großen Vorteil. Viele der gegnerischen Spieler kennt er aus der Liga. Ecke für Spanien, Ecke Olmo. Ecke wird direkt reingeschlagen, kann aber abgewehrt werden. Wieder Gavi. Und Petri. Aspilicueta, erster Ball geblockt, zweiter Ball auch geblockt, aber gegen das falsche Körperteil. Und das bedeutet, genau richtig, Elfmeter. Eine Elfmetersituation, die, naja, nee, falsch ist. Definitiv falsch. Das ist kein Handspiel. Das ist kein Handspiel. Es war die Schulter, es war nicht die Hand. Fehlentscheidung der Schiedsrichterin, aber hier der Elfmeter. Vielleicht wird er gehalten, die Möglichkeit. Und der ist drin. Ferran Torres 1-0. Aus meiner Sicht
unverdient, weil der Elfmeter keiner ist, aber ja. Bitter für Marokko, dass sie jetzt hier so starten müssen. In einer Partie, wo man sagen könnte, ja, hier ist vieles drin, aber so. Ja, Ferran Torres. Ganz cool gemacht. Langsam den Ball in die Richtung laufen lassen. Natürlich, das ist natürlich auch eine Gefahr für sich. Das darf man eben auch nicht vergessen. Der Ball hätte auch gut und gerne, wenn er so langsam da unterwegs ist, natürlich im zweiten Fass nochmal nachgefasst worden wären. Ist er aber nicht. Dementsprechend Glück für die Spanier, hier in Front zu sein. Messiri nach vorne, Buffal, guter Pass in Richtung Mitte, aber Garcia hinten passt auf. Trotzdem weiterhin hier die Marokkaner nach vorne spielen. Der erste Ball geblockt von Laporte. Und das ist Asensio. Ja, diesmal kam er da durch die Abwehr nicht durch. Gut genug. Jetzt werden hier die Marokkaner natürlich deutlich nervöser. Ferran Torres, und da haben sie die Führung. Ja, jetzt sagt er natürlich, nein, Spanien führt jetzt 2-0. Nein, aber jetzt für mich auch Führung für Spanien. Ferran Torres, zweites Tor. Das erste Tor hatte ich also noch ein bisschen so komischen Nachgeschmack, wenn man das so sagen darf. Aber das hier, ja. Der Keeper ist natürlich hier nicht. Der kommt da auf keinen Fall ran. Der Ball ist so platziert. Da kommt der Keeper hier nicht ran. Und damit ist es die doppelte Führung der Spanier. Ja, heute läuft es bei Marokko nicht so gut wie in den letzten Tagen. Ja, man darf auch nicht vergessen, der zweite Durchgang gegen Kanada. Hätte man vielleicht auch Richtung Energiesparmodus eher gesehen. Und diesen Energiesparmodus hat man einfach noch nicht ausgeschaltet wieder gegen hier die Spanier. Klar, Spanien hat ja im letzten Spiel gegen Japan den kürzeren gezogen. Ja, aber dennoch. Jetzt vielleicht die erste nennenswerte Möglichkeit für die Marokkaner. Aber Simon zur Stelle. Kann den da ohne große Probleme halten. Sabiri. Und Buffal, der Ball geht aber jetzt nicht gut in die Mitte. Trotzdem der zweite schon. Ziyech. Und dann ist der Ball futsch. Und dann kann es in die andere Richtung gehen. Schneller Konter vielleicht von den Spaniern. Über Asensio, der auf Scupetri. Geht ganz raus. Ferran Torres, der Doppelpacker hier heute. Petri, starkes Vorbeidribbling. Und dann geht der Ball in die Mitte. Der Ball kann abgewehrt werden von Bono. Es gibt den nächsten Eckball. Auch hier wieder. Ja, es gibt viele, viele Anspielstationen. Unheimlich viele aus meiner Sicht. Die Marokkaner machen das heute einfach nicht so gut wie in den letzten Tagen. Ecke Olmo. Ecke getreten. Die Hand war diesmal nicht in der Nähe und es gibt den nächsten Eckball. Sie sind hier zumindest immer noch am Wackeln. Verteidiger stand da gut, hätte hier den Winkel dementsprechend zugemacht. Und es gibt den nächsten Eckball. 34. Minute, kurz getreten. Asensio. Und Ferran Torres. Torres gescheitert an der Verteidigung. Jetzt kann es natürlich schnell gehen, weil da hinten kaum jemand ist. Sabiri, ja, kommt an Sergio Busquets nicht vorbei. Und die Spanier, sie haben natürlich immer noch das Gaspedal drauf. Asensio, starker Pass auf Gavi. Nächste Möglichkeit hier, die Marokkaner weiterhin unter Druck zu setzen. Busquets. Gavi und der nächste Schuss. Also Bono muss hier wirklich alles, was hier irgendwie auf ihn zukommt, verkalten vom Tor. Die Verteidiger heute irgendwie nicht so ganz.
bei der Sache. Nächster Eckball. Nächste Eckballchance, der Spanier. Wieder über Olmo, der wieder zeigt natürlich, wo er den Ball hinhaben möchte. Oder besser gesagt, hinschlagen wird. Also Ecke Olmo geht in Richtung 5er-Linie. Erster Ball kann geklärt werden. Petri, zweiter Ball in die Füße der Verteidigung. Foulspiel wird hier als Vorteil gewertet, der vielleicht jetzt auch genutzt werden kann. In der Siri. Und Ziyech. Ziyech kommt am ersten Mann vorbei. Ziyech versucht es selbst, aber scheitert dann am Ende doch an Jordi Alba. Zwei Minuten Nachspielzeit wird noch angezeigt. Kommt es vielleicht jetzt nochmal zur letzten Möglichkeit hier im ersten Durchgang. Ferran Torres. Und der Volley von Asensio. Richtig starker Volley, der ditcht sogar einmal auf. Macht damit natürlich für Bruno viel, viel schwieriger. Den hat er gut kalkuliert und hat er gut klären können. Es gibt den nächsten Eckball für das spanische Team. Ecke kurz getreten, Nachspielzeit ist bereits rum. Gavi und Petri, wieder Asensio und Torres. Nee, so schlitzerartig. Wie er den ersten gemacht hat, darf er den dritten nicht machen. Das war's zur Halbzeit. Also Spanien führt hier mit 2:0. Ja, es sind halt einige kleine Fehler passiert den Marokkanern und deswegen liegen sie hin. Gucken wir mal, ob Durchgang 2 anders laufen wird. Willkommen zurück zur Partie zwischen Marokko in den roten Trikots gegen Spanien in Blau. Spanien führt mit 2:0. Ein Elfmeter, der aus meiner Sicht keiner war, hat sie ihr in Führung gebracht. Anschließend hat dann der Torschütze zum zweiten ebenfalls Ferran Torres dann auch das zweite Tor erzielt. Dementsprechend geht die Führung in Ordnung. Vorne funktioniert momentan nicht viel, denn die Bälle kommen einfach vorne nicht an bei Marokko. Deswegen hier Simon noch nicht wirklich getestet wird. Wechsel bei Spanien. Die Nummer 7 kommt für die 10. Und es gibt den passenden Eckball. Ecke für Marokko. Ball kann in Richtung 16er oder besser gesagt in Richtung 5er positioniert werden. Aber da steht eben dann auch der Spanier, der dann ohne Probleme den Ball rausklären kann. Also Spanien bislang vorne aktiv. Die fordern hier die marokkanische Hintermannschaft die ganze Zeit schon. Und ja, vorne können sie eben die Marokkaner hier nichts kreieren. Dementsprechend geht die Führung bisher in Ordnung. Ferran Torres. Nächstes Duell gegen Bono. Wechsel auch nun bei Marokko. Die Nummer 11 geht, dafür kommt die 15. Auf der anderen Seite geht die 9 und dafür kommt die 8. Aufs Feld. Ecke für das spanische Team. Ecke wird natürlich wieder kurz geschlagen. Ferran Torres. Und Koke, dieses Mal an Saiz gescheitert. Azpilicueta. Und Amrabat, diesmal eigentlich aus meiner Sicht auch mit einem fairen Zweikampf. Die Schiedsrichterin entscheidet hier auch für Spanien. Also auch hier, fragwürdig. Fragwürdige Entscheidung, aber wird wahrscheinlich nach Ende dieses Spiels Protest eingelegt von den Marokkanern, was ich komplett verstehen würde. Freistoßsituation geht also. Hier nochmal die Freistoßsituation. Ja, Olmo, da eigentlich, wenn er eine gute Kurve reinnimmt, der Ball, dann kann er oben ins Eck einschlagen. Andersrum, Bono war da eigentlich auch gut da in der Nähe. Das hätte er eigentlich auch gekriegt, zumindest. Also Abstoß vom Kasten der Marokkaner. Und wieder mal haben die Spanier den Ball. Und wieder mal geht es in Richtung des Tores von Marokko.
Ball aber diesmal von Olmo im Abseits. Wir gucken uns das selbstverständlich nochmal an, ob das wirklich der Fall war. Und die Antwort lautet ja. Und das relativ deutlich. Relativ deutlich im Abseits. Diesmal hätten wir auch keine Linie wirklich gebraucht, weil die Rasenmusterlinie hat eigentlich schon die Linie vorgegeben. Aber true, gut, trotzdem gut, dass man das hier nochmal sehen konnte. Busquets. Und das ist Koke. Wieder Olmo. Diesmal kommt er aber am Verteidiger nicht vorbei. Kontermöglichkeit für Marokko. Vielleicht die erste wirklich gute Chance der Marokkaner. Und auch hier wieder Garcia hinten aufgepasst. Wie gesagt, das ist sein erstes Spiel erst in dieser Weltmeisterschaft, dass er heute spielen durfte. Torres und Petri und der Ball, ja. Der Ball, den wollten sie dann auf hundertprozentig reinmachen, aber wenn da dann schon ein guter Torwart steht und der gute Torwart da eigentlich dann cool rausgeht, kein Problem für den Schlossmann. Oh, großer Fehler im Aufbauspiel. Vielleicht die Chance, nein, auch da wieder der Ball in die Füße der Verteidigung der Spanier. Simon noch nicht wirklich ernsthaft getestet. Denn es passt einfach bisher nicht. Morata und Petri diesmal von einem Rabatt gestört. Garcia. Und der Ball geht dann in die falschen Füße. Ja, jetzt kommen natürlich die Fehler. Klar, man darf nicht vergessen, wir spielen ja schon ein paar Minuten, nämlich 70. Aber dennoch, die Spanier, ne, Fehler, wenn sie sich häufen, das hatten wir schon gegen Japan gesehen, kann das ganz böse enden. Möglichkeit für Marokko. Aber hier wird auch von der Verteidigung aufgepasst und kann den Ball dann auch aus der Situation klären. Vielleicht jetzt ein schneller Konter in die andere Richtung, Morata. Auf Petri, Ball geht Richtung aus, Richtung Außenflügel, nämlich nach rechten Außenflügel. Azpilicueta. Und Petri geht am Rabatt. Petri zwar im zweiten Fassen erst wieder den Ball gekriegt. Morata, erster Ball gescheitert an Zeiss, zweiter Ball gescheitert an Zeiss. Konterchance für das marokkanische Team. Vielleicht jetzt. Die letzten 10 Minuten sind noch auf der Uhr. Marokko hat noch nicht wirklich einen ernsthaften Schuss aufs Tor abgegeben und darf den jetzt wahrscheinlich abgeben, denn das ist auch dann Handspiel. Wenn du die erste Situation Hand gibst, musst du hierfür auch Handspiel geben. Und das tut die Schiedsrichterin auch. Ja, das ist Handspiel. Und es ist klar, Wechsel bei Marokko. Die 8 geht, dafür kommt die 9 aufs Feld. Stürmer muss jetzt drinne sein, denn 10 Minuten sind noch auf der Uhr. Kommt Marokko jetzt vielleicht mit diesem Anschlusstreffer um die Ecke? Ja! Anschlusstreffer. 10 Minuten noch. Hier bleibt er cool am Punkt. Sieht, dass Simon sich nicht wirklich ernsthaft wegbewegen will. Und sucht sich eine Ecke aus. En-Nassiri mit dem Anschlusstreffer. Und jetzt ist natürlich die Vordermannschaft von Marokko gefordert. Jetzt müssen sie den zweiten nochmal nachlegen, um hier eventuell in die Verlängerung zu kommen. Also, 81. Minute. Marokko ist auf der Tafel. Und jetzt ist die Frage, ob jetzt Marokko auch den Ausgleich schafft. Denn, ja, im zweiten Durchgang häufen sich eben die Fehler der Spanier, was eine gute Mannschaft auch ausnutzen kann. Morata verliert den Ball ja im Solo. Das wäre in der ersten Halbzeit nicht so passiert. Und das ist vielleicht die nächste Möglichkeit. En-Nassiri gegen Laporte und er holt den Eckball raus. Er holt den Eckball raus. Ecke für Marokko. Wechsel bei Spanien, die 3 geht. Dafür kommt die 4 aufs Feld. Ein neuer Verteidiger muss her. Ein neuer Verteidiger muss diese Sache jetzt hier aushalten. Ecke Marokko. Ball geht Richtung 5er-Linie. Kann von Pau rausgeköpft werden. Eben eingewechselt. Pau Torres. Und hat direkt das gemacht, wofür man ihn eingewechselt hat. Nämlich Tore verhindern.
Hakimi im Zweikampf gegen Olmo und Olmo der Sieger. 3 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Die letzte Möglichkeit hier vielleicht. Und Olmo! Und das war's! Spanien ist im Viertelfinale! Spanien ist im Viertelfinale. Marokko, es hat einfach in der ersten Halbzeit so viel nicht geklappt. Man hatte viel Pech und alles drum und dran. Der zweite Durchgang hat bewiesen, warum Marokko überhaupt hier war. Aber am Ende ist das Endergebnis ein negatives aus marokkanischer Sicht. Spanien geht ins Viertelfinale und freut sich auf den nächsten Gegner, auf den nächsten interessanten Gegner. Und dann wird das wohl hier auch gewesen sein. Die Schiedsrichterin pfeift das zwar hier nochmal an, anscheinend. Das Spiel läuft dann doch noch ein Tickchen weiter tatsächlich, weil wir noch eine Minute auf der Uhr haben, die jetzt aber rum ist. Spanien gewinnt mit 3:1. Eine Partie, wie eben erwähnt, mit einigen Fragezeichen. Und ja, Marokko muss nun die Heimreise antreten. Die Spanier sind eine Runde weiter. Man of the Match heute natürlich Ferran Torres mit seinen 2 Toren den Elfmeter erzielt und dann das 2. im 1. Durchgang nachgelegt. Das war's aus dem Stadion hier und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und wir sehen uns zur nächsten Partie wieder. Bis dann, gute Zeit und ciao.